Recep Tayyip Erdogan regiert die Türkei bereits seit mehr als einem Jahrzehnt, in dem das Land ein regionales Machtzentrum geworden ist. Er wurde 2014 der erste direkt gewählte türkische Präsident, nachdem ihm innerparteiliche Rochaden vor einer vierten Amtszeit als Premierminister bewahrt haben. Er hofft von Beginn an, das Präsidentenamt reformieren zu können. Traditionell ein eher repräsentatives Amt, soll es zu einem mächtigen Exekutivamt werden, durch ein umstrittenes Verfassungsreferendum. Im März diesen Jahres geriet Erdogan in einen massiven diplomatischen Krach mit den Niederlanden und anderen europäischen Ländern, nachdem diese türkische Minister daran gehindert haben, auf ihren Territorien für das Referendum zu werben. Länder, in denen sehr viele Türken leben. Doch er sieht sich auch anderen Herausforderungen gegenüber. Das Land ist Teil der US-geführten Koalition gegen ISIS. Die Türkei kämpft auch gegen militante kurdische Einheiten wie die PKK. Beide Gruppierungen haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von tödlichen Bombenanschlägen begangen. Das hat den Tourismus und die Wirtschaft nachhaltig geschwächt. Aber die größte Herausforderung für Erdogan war der Putsch im Juli 2016, als eine Gruppe von Offizieren ihn stürzen wollte. Der Putsch scheiterte und hat ironischerweise Erdogans Macht zementiert. Trotz aller Herausforderungen hat Erdogan einen überwältigenden Rückhalt in der Bevölkerung und wird ohne Zweifel auf absehbare Zeit die zentrale Person der türkischen Politik bleiben.